So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder den Adventskalender für euch am Start und heute öffnen wir das Türchen Nummer 20. Man muss es immer ein bisschen übertreiben mit der Gestikulation. Jetzt hier Nummer 20 und wir haben nicht die Fische, das sehe ich schon. Wir haben komisches... Das ist, ich lese es nochmal, Fleischtrüffelwild, ja? Steht ja alles hier hinten, was das immer ist. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Adi heute drauf reagiert. Die Nase ist feucht. Der Hunger ist da. Die Zähne sind geschärft. So, da ist noch eins, genau. Wunderbar, mein Guter, Pitschel, guck dir den Bauch an, auf jeden Fall, müssen wir natürlich auch noch das Bier aufmachen, auch die Nummer 20. Die befindet sich heute hier unten und ich bin mal gespannt, ob das ein jugendlich spritziges ist. Na gut. Wir kommen zuerst zum Deckel. Deckel ist normal, ohne irgendwas drauf. Sieht halt ziemlich gewöhnlich aus. Da fand ich den von gestern auf jeden Fall 100.000 Mal besser. Dann haben wir das Etikett und guckt mal. Das sieht doch schon fast Grohe Bock. Kleiner Bock, Grohe, kleiner Bock. Boah, ich muss dann streamen 6 Stunden. Ich habe jetzt schon Durchschiss, aber jetzt noch Bock. Grohe, kleiner Bock. Originalabfüllung, Brauerei Grohe, Darmstadt. Boah, ich merke schon, Darmstadt, das kommt durch. Etikett, wie findet ihr das? Das ist schon fast so eine Richtung, wie ich meine. Guckt mal diesen roten, auffälligen Schriftzug. Dieses... helle Etikett, dieses goldene, rot, gold, gemeinsam hin und her. Also es ist schon, frisch, ja, aber mir noch nicht jugendlich genug. Wenn das so im Regal stehen würde, es wäre nicht meine erste Wahl, sagen wir mal so. Etikett gefällt mir trotzdem an sich ganz gut, obwohl auf der anderen Seite ist es auch eigentlich unspektakulär. Wir geben einfach eine 3 aufs Etikett. Es ergibt einfach gar keinen Sinn nach der ganzen Argumentation. Trotzdem 3 Punkte für das Etikett, ne? Da geht noch was. Wenigstens ist es kein altes, gammeliges Papier wie sonst immer. Ich glaube, es wird nichts mehr. Wir sind bei 20. Ich werde nicht das 5-Sterne-Etikett finden. Das hatte ich jetzt nicht bedacht, dass der Schaum hier reinkommt. Und was ich auch nicht bedacht hätte, ihr seht, meine Hand ist leer, aber der Deckel ist einfach hier in der Kapuze. Der ist mir nämlich ins Genick geflogen. Wie hat er das denn gemacht? Wir haben wieder unser Bier-Tasting-Glas und füllen uns mal das Grohe Bock-Bier ein. Ja, das ist nämlich wichtig. Und eigentlich habe ich gar keine Zeit, weil in ein paar Minuten nämlich der Stream anfängt. Das heißt, ich muss schnell saufen. Habe aber jetzt schon den Eindruck für die Farbe und kann jetzt schon bekannt geben, das wird auf jeden Fall 5 Punkte bekommen bei Farbe. Dann guckt euch das an. Das hat wieder eine richtig kräftige, klare, dunkle, starke Farbe mit Schaum, mit allem drum und dran. Das gefällt mir auf jeden Fall. 5 Punkte für die Farbe. Dann kommen wir zum Geruch. Geruch, würde ich sagen.
Blitz schlägt ja nicht zweimal in den gleichen Baum ein, oder? Es hat einen relativ süßlichen Geruch, aber irgendwie ist es auch muffig, also... Weiß ich nicht. Wäre das nicht so muffig, würde es vielleicht 4 Punkte kriegen, aber... Durch das Muffige bleibe ich auch bei 3. Also 3, 4, 3 und noch der Geschmack. Das ist ja eigentlich immer das Wichtigste. Aber mich stört schon wieder der viele Schaum. Den müssen wir erstmal wieder absaugen. Und gleich trinken hinterher. Prost. Geschmack muss ich sagen, leider nur eine 2 von 5 Punkten. Also ich habe mir das jetzt besser vorgestellt beim letzten Mal, gerade beim, ich kann mich ganz genau erinnern, bei den letzten Adventskalendern, wenn mir was gut geschmeckt hat, waren das plötzlich die Bockbiere. Ist bei dem leider nicht so. Da habe ich wieder den Eindruck, okay, ich muss den Geschmack nochmal aufnehmen, ich habe es schon wieder vergessen. Beim Trinken habe ich schon einen sehr bitteren Geschmack, der sich auf die Zunge legt und breit macht, den ich als unangenehm empfinde. Und gerade beim Absetzen bricht das nochmal nach, also ich weiß es nicht. Bier ist ja allgemein meistens bitter, aber manchmal ist das einfach auch zu bitter, wenn du beim Trinken einen angenehmen Geschmack hast und beim Absetzen einen Nachgeschmack kommt. Das ist wieder was ganz anderes, als wenn du, egal ob du langsam oder schnell trinkst, die ganze Zeit das Gesicht auseinanderziehst. Finde ich also nicht so genial, aber hat ja auch 6,2 Umdrehungen. Würde ich sagen, okay, nehmen wir halt so mit, wie es ist. Ne? Habt ihr das auch schon mal probiert? Das gute, grohe, kleiner Bock? Ne? Schreibt es mal in die Kommentare, das war's jetzt von meiner Seite aus. Ich bin gespannt, noch 4 Biers, noch 4 Tage. Deutschland wird der Bierkönig, keine Ahnung, was wird noch kommen? Das 24. wird auch bestimmt wieder hässlich, ist bestimmt dann auch wieder ein Bad Santa Bier. Ist ja, glaube ich, jedes Jahr drin. Wir werden das jetzt hier noch austrinken, dann in den Stream starten. Vorher muss ich nochmal was abseilen und dann geht's aber. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Roman Reigns Bier, jetzt neu im Regal.